Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Wildflowers. So, im letzten Part habe ich euch ja ein... Sekunde. Morning. Brought you some firewood, Hazel. How kind of you, Thomas. I'll just, go somewhere else. Lena told me you've been a bit under the weather. I have. But Tara's been doing a pretty good job taking care of the farm. Wouldn't you say? I suppose. Hazel, I just wanted to say thank you. After my dad passed, you and Robert were there for us. I have never forgotten it. Oh, it was the least we could do. Most things I picked up watching your dad in his garden. He was right about most things when it came to farming. Hard as it was for me to admit, he was just so stern and impossible to please. Well, I'll be on my way. Okay, 10 Holz bekommen, warum auch immer. Can't believe it. Kim's been saying I don't like them. I mean, you don't, do you? I just told them what I thought, but now I hear they're spreading rumors about me? No, I don't like them. Für Gerüchte. Okay. Das mit der Oma finde ich ehrlich gesagt richtig schade. Aber, ja. Ups. Scheinbar wollen sie das so in dem Spiel durchziehen und es schmerzt schon so ein bisschen, oder? Wie lange braucht der Honig noch? Nein, der Honig. Uff, der braucht auch noch verdammt lang. Ich hab Post. Hallöchen, ich wollte dich wissen lassen, dass ich, da du jetzt Zugriff auf das ganze Erz hast, deine Werkzeuge verbessern kann. Wenn ich deine Axt verbessere, kannst du Bäume fällen. Mit einer besseren Spitzhacke kannst du größere Felsen auf der Farm entfernen. Grüße, Natalia. Okay, aber es ist auch gleichzeitig noch windig, ne? Möchte ich ganz kurz anmerken, Natalia. Also, bitte. Sei froh, dass der Brief mir nicht aus den Händen weggeflogen ist. Gisteln! Unkraut, Unkraut, oh, Unkraut. Unkraut, oh yeah, Unkraut, oh yeah. So. Haben wir hier noch irgendwo was, was wichtig sein könnte? Gut, also wir haben in der letzten Folge einmal behandelt, wie ihr schnell und effizient Geld machen könnt. Wir haben in der letzten Folge Kupfer gefunden. Und wir haben in der letzten Folge die Aufgabe bekommen, sau viele Ressourcen zu sammeln, die ja ein normaler Mensch in der kürzester Zeit sammeln kann. Hey there, Kitty. Grille, Katzenfell? Moment, ich habe Grille und Katzenfell bekommen? Habe ich jetzt gerade... Ich habe eine Grille und ein Katzenfell bekommen. Bitte, F. Also, erstmal, dass sie mir eine Grille gebracht hat. Okay, ist super lieb, ja. Weiß ich jedenfalls, wo ich die Grille herbekomme zum Angeln. Aber was soll ich mit dem Katzenfell? Kann ich das verkaufen? Ist das was wert? Wenn ja, ich habe zu Hause auch 3 Katzen. Wenn mir jemand Katzenfell abkaufen möchte, also die Haaren wie blöd. So ist es nicht. Hat jedenfalls einen Sinn. Allergy season makes me wish Damon's mother was still here. Having a pharmacist handle everyone's medication took so much off my plate. But Kaya got the chance to work at an amazing clinic in South Africa, so I can hardly blame her for leaving. Oh, die Blaubeeren sind wieder ready. Dann holen wir uns die mal. Und irgendwann kann ich einen Smoothie machen. Ich brauche nur Erdbeeren. Und Brombeeren. Natürlich kein Seetang. Warum auch Seetang? Hallo, wer braucht denn schon Seetang?
glaube, ich werde crazy. Ja. Ah, verdammt. Jetzt war das Problem, sie muss halt nicht arbeiten. Mist. Ich muss noch einmal angeln. Na komm. Der Große soll anbeißen, bitte. Bitte der Große. Nein, der Große. Danke. Ein Schnapper. Ein Schnippchen war das doch. Mann, Mann, Mann. Wir gehen mal in die Stadt. Hoffe ich mal, dass ich jetzt alles kaufen kann, was ich kaufen möchte. Also, ja, sie hat auf. Wunderbar. Bruno hat nicht auf, das ist aber auch erstmal egal. Ich möchte 28 mal Mehl kaufen. Was, 28 mal? Ja, 28. Merci. Und das war's. Mit ihr möchte ich noch reden. I heard Hazel's been feeling worse. Are you doing okay? I think so. It's hard, honestly. Because I'm the only one who lives with her. Like, what if she falls? Wow, that just popped out of me. I didn't even realize I was afraid of that. Giacomo used to say I had that effect on people. They tell me all their worries. Well, I don't mind. Mit allen hier immer reden versuchen. I'm getting the sense that Emmy and Finn have quite the reputation. Is it deserved? Look, they never prank me, but that's because I treat them like humans and not little menaces. Also, Lena's kind of my big sister, so I'm kind of their cool uncle. And you don't mess with the cool uncle. Wahre Worte, wahre Worte. Na, er macht erst um... Achso, erst am Dienstag auf. Genau. Aber sie hatte dann auch heute geschlossen. Okay. Wir haben alle Montag zu, bis auf der Einzelhandel. Also, bis auf der kleine Supermarkt. I think every community needs a place to gather. Well, what about Damon's Bar? I mean, healthy place. Was ist, wenn man das Smoothies trinken kann? Gesunde? Hä? Huh? Vielleicht auch noch Bio? Ist es dann kein gesunder Ort? Da kann man gemütlich sitzen, was trinken, sich gesund ernähren. Nein, seht nicht. Pff. Unmöglich, ey. Mann, 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 Mann. Ich hab doch wieder... Nein. Sicher nicht. Baking something new, Angus? Yep. It's my little bro's favorite. I'm the middle child of three boys, so it was non-stop chaos growing up. But I could always get Jamie to calm down if I gave him one of these. You don't have any siblings, do you? That must have been a bit lonely growing up, no? Nicht wirklich. Not when I was little, because I spent my summers here and grew close to my grandma and grandpa. Well, of course. Having a grandma like Hazel must have been so much fun. Francis and I are both the middle child of three-child families. Maybe that's why we're perfect for each other. We're used to being the overlooked cheese in the sandwich. I hope Francis is able to find a place for himself here, and that everyone sees just how special he truly is. Okay, so, ich mag den Bürgermeister, also Otto mag ich überhaupt nicht, nee. Otto ist so wirklich so ein Charakter, so den würde man am liebsten die Böschung runterschubsen, so, fupp, und weg. Oh, sorry, Otto. Bist du gestolpert? Ach, die Mondblumen sind auch schon wieder fertig. Bruno, du machst es mir echt schwer, wollte ich dir nur mal sagen, ne? Du hast viel zu selten auf. Damon's let me stay on his couch when I've been in my cups a bit more than I should.
His place is nice and all, but he's got chicken bones everywhere. No wonder Kim's butcher is always out. Okay. Es waren ein paar Informationen zu viel für mich, danke, aber ist vollkommen in Ordnung. So, und wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt das ganze Holz hier fällen, was ich irgendwo kann. Ich brauche ja eh massig Holz. So, haben wir hier noch irgendwo einen bestückten Baum? Ja, erst brauche ich eine bessere Axt, ne? Na klar. Oh Mann, das wird dauern. Aber egal. Dann werde ich jetzt... Eigentlich könnte ich ja noch eine Kartoffel verkaufen, fällt mir gerade ein. Weil ein bisschen Geld fehlte mir ja. Kann ich die Kartoffel verkaufen, die ich habe? Oh, Parker ist so supportive of me, so I try to support him too. But out of all the hobbies he could have taken up, he had to pick the League of the Conscious Mind? What? You don't like it? No, it's not that. It's just, I don't trust people who tell you that you're the only obstacle between yourself and true happiness. Es ist aber meistens so, dass man sich wirklich mit seinem Glück selbst im Weg steht. Aber das ist ein Thema, das kann man, glaube ich, mal separat behandeln oder sowas. Hab ich denn bitte schon 6 Eier her? Na komm. Ah, ich kann Milch kaufen. Geil. Ein Weizen muss ich eh noch kaufen. Passt sicher. Dann kaufen wir gleich 2. Geil, wir können Milch kaufen, wir können Hefe kaufen. Wir können Zwiebeln kaufen. Ich würde mich interessieren, kann nicht angebaut werden. Aha. Warum kann das nicht angebaut werden? Kriege ich jetzt keine Informationen. Alter, Milch kostet so viel. Ich brauche Kühe. Ich brauche Kühe. Definitiv brauche ich Rindvieh. So, Sekunde. Jetzt muss ich mal rechnen. 20. 600. Mal ganz kurz. Ah, 2 brauche ich dafür, ne? Genau. 35 nur. Nee, damit kann ich leben. Und dann könnte ich mir die Schaufel machen. Und passt das aber nicht mit den anderen, was ich vorhatte. Nee. Nein. Ich möchte gerne jetzt in dieser Folge noch das vollbringen. Und gerne den Fisch noch herstellen. Nein, ich muss was essen. Ah. Ich habe ein Croissant. Schön. Dann könnte ich jetzt noch... Ja, der Stein ist mir ein bisschen zu groß. Vielleicht der ist kleiner. Was? Wie bitte? Moment. Ich möchte ganz kurz anmerken, das war jetzt für 3 Steine. So oft draufschlagen.
Oh mein Gott. Am I ready for bed? Ja, ich bin bereit fürs Bett. Komm. Bringen wir es hinter uns. Das überspringen wir, dass Dienstag ist. Dienstag ist für mich eins. Vanessa? I don't have the energy for her. Tell her I'm asleep. Good morning, Tara. I just wanted to bring some cupcakes for your grandmother. She's asleep, but I'll take them. Wonderful. I made them myself. I'm not the best baker, but I tried. Oh, these look delicious, Vanessa. Thank you. You're welcome. I would have bought cupcakes from Angus, but I wanted to show that I really do care. By the way, I'm not just here because I'm the mayor's wife. When I was in high school, my best friend got sick. Also cancer. I supported her as much as I could. But it wears on you, being a caretaker. Did your friend recover? Her name was Amy. And she didn't, no. I am so sorry. It's all right. It was a long time ago. In any case, I'm here if you want to talk. And now I'll be going. I don't want to wear out my welcome. Huh. Grandma, did you hear that? What? I was just resting my eyes. And you said it was only pretend. I'll leave you be. Hier geht es einfach nicht besser, ne? Und diesmal mal... Mann. Den Blumenkohl will ich. Yay, Blumenkohl. Kartoffeln wieder einsammeln. Einpflanzen, komm. Blümchen gießen. Kartoffeln gießen. So. Mehr lange. Wunderbar. Katze streicheln. Come here. Noch eine Grille. Warum ist nix? Jetzt haben wir einfach mal einen Knochen bekommen. Eine Katze, die einen Knochen. Also. Katze, Knochen. Denke ich schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, makaber, oder? Ein Hund mit einem Knochen. Okay, ja, klar. Irgendwie. Also, selbst wenn man sich wundert, wo der Knochen herkommen würde. Von einem Kaninchen oder so, aber eine Katze? Ich denke mal nicht, dass es so ein Mäuseknochen ist, um es mal so auszudrücken. Hoffe mal nicht. Bleib überall hängen, wo man hängen bleiben kann. Oben ist nie irgendwas irgendwie, außer wenn da mal Bären sind. Das ist eine Muschel. Muschel. Eine Muschelschale. Da kann ich auch schöne Sachen machen. So. Hexenkraut. Wenn ich hier unten alles fertig bin, dann müsste... Oh. Zetang. Endlich mal eine gute Nachricht. Endlich mal eine gute Nachricht. Yay. Mach die Bude auf. Ich will den Zetang loswerden. Da kommt die Ärztin. Amira. Hi, Amira. Oh, isn't it gorgeous today? Oh no. Don't say that. Why? Because every time I get excited about nice weather, Kai comes moping into my office with a cut or a knee injury.
One of these days, I am going to wrap that man in protective foam. Okay. So, have we planted any wheat? I've been scouring the internet for the best seitan cooking tips. Not yet. I'll tell you when I do. Clutch. Thanks, Tara. I tried giving Amira some lobster I caught as, like, a thank you for always fixing me up when my knife skills are not on point. But it turns out she's allergic to shellfish. Smooth, Kim. Real smooth. Also, was schon mal Fakt ist, Amira mag keine Schalentiere. Kann man sich schon mal merken. Also, wenn man ihr ein Geschenk machen möchte, keine Schalentiere. Mhm. So, der Laden ist schon mal auf. Bruno ist noch nicht auf. Bruno, wo bleibst du? Um 11. Na. Und er steht wieder da vorne hin. Okay, gut. Herausfordernd. Bruno, gib mir Gas. Kommt schon angewatschelt. Aber macht 7 auf. Um 9. So. Einstellungen. Ja, da war ich ein bisschen gemein zu denen, ne? Endlich, so komm. Ja. Ja. I've been so busy checking all the diagnostic equipment. This is such a help. Was? Das war alles? This may sound funny, but the bar stool on the far left is my favorite. That's where Giacomo sat the first time he walked into my diner 15 years ago. He and Marcus, Lena's father, were supposed to be talking about something serious. Oh, but Giacomo only had eyes for me. Welchen Rang habe ich eigentlich das Geschäft? Ach, das habe ich schon voll aufgestattet. Okay. Wo ist denn jetzt Bruno? Ich weiß nur kein Wort über Bruno, aber... Bruno, wo bist du? Wo bleibt der Bruno? 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 Ernsthaft, wo ist Bruno? Zack, 11 bis 17 Uhr. Ach, da kommt er ja. Ganz langsam. Bruno. Ich weiß, er ist alt, aber trotzdem. Er könnte sich ein bisschen schneller bewegen, oder? Fisch. Stück kaufen wir. Wunderbar, da hätte ich sogar noch 80 über. Geil. Nice. Very nice. Und jetzt? Gut aufpassen, Leute. Gut aufpassen. Ich habe in der letzten Folge die Rechnung euch da gezeigt. Hoffe ich. Wie man das Ganze halt exponentiell steigern kann. Ja, das heißt, ich gehe jetzt hier hin. Achso.
stelle das 28 mal her. Und gehe es jetzt verkaufen. Und wenn es entspannt ist, könntet ihr sogar echt einige Sachen am Tag schaffen. Ich meine, jetzt sind es 28. Ja, aber gleich werdet ihr schon sehen, was das ist. Hier ist ja alles besetzt. Was soll denn das? Aufpassen. Jetzt gehen wir hier rüber. Kriegt ihr gleich erstmal einen Schock, glaube ich. Wenn meine Rechnung stimmt. Das sollte sie eigentlich. Brauchen wir jetzt 80. Mal Mehl. Ich will gleich mal mehr Thunfisch. Haben wir gleich noch was für die Katze? Ist ja alles für die Katze. Kriegt jetzt gleich. Also, ihr könnt es euch ja eigentlich schon ausrechnen, ne? Ich habe jetzt 80 Thunfisch gekauft und kann jetzt 80 Fischstäbchen herstellen. Und 80 mal 100, richtig gerechnet, 8000. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dann diesen Button eingefügt haben. Pass auf. Ihr könnt auch ohne die Fischstäbchen arbeiten. Das wären jetzt 8000, ne? Und einen Fisch kann ich noch der Katze geben, um bei ihr einen besseren Stand zu haben. You still liked that, didn't you, Kitty? So. Und dann nach 8000 kommt 22.800. Also ihr seht, es geht wirklich exponentiell nach oben und ihr könnt, wenn ihr wirklich schnell seid, dann noch den Trank habt, an einem Tag bis zu 12 Millionen machen. Wenn das Spiel das unterstützt. Oh, Sekunde. Oh, jetzt muss ich... Das dauert jetzt echt lange. 228. Ja, ich kaufe gerade 228 Thunfische. Die trage ich jetzt alle mit mir rum, ne? Also so ist es jetzt nicht. So. Ich kann nur 229 kaufen. Verdammt. Aber ihr seht, so könnt ihr dann schnell Geld machen. Jetzt renne ich wieder zurück. Ich werde das Ganze jetzt noch ein paar Mal wiederholen, dass wir dann in der nächsten Folge ein bisschen Geld haben. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein.
Tschüss.